Diese Männer machen ihrem Unmut über Präsident Jeenbekov bildstark Luft. Sie werfen ihm und der Regierungspartei Wahlmanipulation vor. Während Demonstranten in Kirgisistans Hauptstadt Bischkek ins Parlament und den Amtssitz des Präsidenten eindringen, setzen draußen Sicherheitskräfte Wasserwerfer, Tränengas und Blendgranaten gegen die Menschenmenge ein. Nach offiziellen Angaben wurden in der Nacht zum Dienstag bei Ausschreitungen ein Mensch getötet und rund 600 verletzt. Präsident Jeenbekov spricht von einem Putschversuch. Er appelliert an die Opposition, ihre Anhänger zu beruhigen und kündigt an, alle erdenklichen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Eskalation der Lage zu verhindern. Die Wahlkommission erklärt die Wahl am Dienstag für ungültig und zieht die zunächst veröffentlichten Ergebnisse zurück. Demnach hatten 4 Parteien den Einzug ins Parlament geschafft, von denen 3 dem Präsidenten nahestehen. Die wichtigsten Oppositionsparteien scheiterten an der 7%-Hürde. Die OSZE sprach von glaubwürdigen Berichten, dass Stimmen gekauft worden sein sollen. Einigen Demonstranten gelingt es, inhaftierte Politiker aus dem Gefängnis zu befreien, darunter den wegen Korruption verurteilten Ex-Präsidenten Atambayev und den Oppositionellen Schaparow. Plündert nicht, zeigt, dass ihr Menschen mit Kultur seid, seid friedlich. Wir werden daran arbeiten, rechtmäßig an die Macht zu kommen. Wir werden um eure Hilfe bitten, wenn wir sie brauchen. Die Menschen gehen weiter auf die Straße. Einige Demonstranten fordern Schaparow, die Führung des Landes zu übergeben. Die Opposition diskutiert nach eigenen Angaben bereits über die Bildung einer provisorischen Regierung. Fragen wir nach bei Max-Georg Mayer von der Hans-Seidel-Stiftung in Bischkek, der Hauptstadt von Kirgisistan. Herr Mayer, schönen guten Tag. Sie leben seit Jahren in Kirgisistan. Wie brisant, wie bedrohlich ist die Situation im Moment in Bischkek? Ja, guten Abend, Frau Dautzenberg. Ich freue mich sehr, mit Ihnen und Ihren Zuschauern auch zusammen zu sein. Die Lage ist heute sehr unübersichtlich geworden. Es ist nur zu hoffen, dass ein eingesetzter Nationaler Koordinierungsrat aus den Oppositionsparteien langsam die Kontrolle wieder im Land hier erlangen kann, um hier wirklich auch wieder Sicherheit für seine Bürger, für Investoren und so weiter hier garantieren zu können. Dem amtierenden Präsidenten Jeenbekov werfen die Demonstranten Wahlbetrug vor. Welche konkreten Hinweise gibt es dafür? Ja, man muss vielleicht zurückkommen auf den 4. Oktober, auf den Sonntag, an dem landesweit die Parlamentswahlen stattgefunden haben, an denen ich auch als internationaler Wahlbeobachter teilgenommen habe. Die Wahlen an sich waren von den Wahllokalen gut organisiert. Es sind auch hier meistens Schulen dafür vorgesehen. Wähler sind biometrisch erfasst, um eben Wahlfälschungen zu vermeiden. Wahlurnen sind vollautomatisch, die auch vollautomatisch die Stimmen zählen. Also es ist hier viel im technischen Bereich passiert worden, organisatorisch. Es wurden auch alle Voraussetzungen geschaffen, um die Wahlen in Zeiten von Coronavirus hier durchführen zu können, von dem das Land ja auch stark betroffen ist, sodass man am Sonntag, am eigentlichen Wahltag und am Vortag von einigen teilnehmenden Parteien, es waren 16 Parteien, man hat immer wieder gehört, es solle zu Wahlfälschungen kommen, zu Stimmenkäufen kommen, aber es lag eigentlich keine großen Beweise vor, an denen man das Ganze hätte bewerten können. Und von daher war die Wahl dann um 20 Uhr zu Ende, 56% Wahlbeteiligung. Und an dem Abend noch, denke ich, am Sonntagabend, hat niemand gedacht, was hier an diesem Montag und Dienstag passieren wird. Die Wahlkommission hat jetzt das Ergebnis der Parlamentswahl für nichtig erklärt. Werden die Proteste nun aufhören? Was denken Sie? Ja, ich denke, es war schon der richtige Schritt, dass die Zentrale Wahlkommission diese Parlamentswahlen annulliert hat. Es lagen eben von den
politischen Parteien, die teilgenommen haben, es auch von den Wahlbeobachtern aus den politischen Parteien, aus Nichtregierungsorganisationen, lagen wirklich Hunderte hier Wahlbeschwerden vor. Das wurde dann als Grundlage genommen, dass die Wahlen annulliert wurden. Aber ich denke, der Grund für die Annullierung war vor allem der Druck von der Straße, der Druck der Unruhen, die ja die ganze Nacht hier vonstatten gegangen sind, die auch heute immer noch an manchen Punkten hier weitergehen, aber bei weitem natürlich nicht mehr so viel wie diese Nacht. Wer genau macht diesen Druck? Wer sind diese Protestler, diese Demonstranten? Ja, es sind vor allem Vertreter oder Unterstützer von den Parteien, die keinen Parlamentssitz erringen konnten. Ich denke, dass es hier mal zu einer Entladung auch von Unzufriedenheit im Volk hier gekommen ist, weil die Coronavirus-Situation ist für das Land sehr, sehr schmerzhaft. Im Juni und Juli war es das Land hier mit den höchsten Todeszahlen weltweit. Die Wirtschaft liegt dadurch auch dann nieder. Die Leute sind sehr angespannt. Und dann auf diese Beschuldigung der Wahlfälschung hin, denke ich, waren auch viele Leute auf der Straße, die nicht bei den Wahlen waren. Und hier hat sich viel Unzufriedenheit hier entladen. Und was das Ganze natürlich auch noch befeuert hat, war dann die Haltung des Präsidenten und auch der Regierung, dass die den ganzen Montag in keinen Dialog mit den Protestierenden getreten sind, im Gegensatz dazu sich mit Wahlbeobachtungsmissionen aus Russland, aus GOS-Ländern hier getroffen haben und sich gegenseitig bestätigt haben, wie demokratisch doch die Wahlen hier abgelaufen wären. Und das hat viele Menschen verärgert. Und unter den Protestierenden sind natürlich sehr, sehr viele junge Menschen, die hier wirklich auch Änderungen im politischen Establishment hier anstreben. Deren Proteste gingen heute auch noch weiter. Und ich denke, hier hat die politische Führung des Landes gewisse Zeichen nicht erkannt. Jetzt wirft Schirnbetkow ja seinen Gegnern und den Demonstranten vor, sie wollten illegal die Macht im Land übernehmen. Gibt es tatsächlich Anzeichen, die dafür sprechen? Ja, ich meine, was heute landesweit passiert ist, da muss man natürlich schon Fragezeichen anbringen. Es gibt in jedem Regierungsbezirk, in jedem Landkreis gibt es sogenannte hier Bürgerkomitees. Niemand weiß so genau, wie die ernannt worden sind, die dann die Gouverneure absetzen, neu ernennen, die Landräte absetzen, neu benennen. Es gibt auch viele Gruppen, die heute vor allem die Fabriken, die Investitionen auch von ausländischen Unternehmen hier angegriffen haben, teilweise in Brand gesetzt haben, teilweise das Bargeld mitgenommen haben. Also das Land ist heute leider ein wenig ins Chaos abgeglitten. Und von daher darf man nur wünschen, es wird jetzt versucht, heute Abend auch das Parlament zu versammeln, dass das Parlament tagt und dann eben gewisse Entscheidungen trifft, wie die Ernennung von einer neuen Regierung, die Ernennung von einem neuen zentralen Wahlausschuss oder die Ernennung auch von einem neuen Generalstaatsanwalt, weil nur so wird man die Stabilität des Landes hier wieder wahren können. Ansonsten denke ich, wird das, wenn das so eine Hängepartie wird, wird das die nächsten Tage hier sehr, sehr schwer werden. Würden Sie also sagen, dass die demokratischen Institutionen in Kirgisistan in Gefahr sind? Nein, die kirgisischen Institutionen, die demokratischen Institutionen sehe ich noch nicht in Gefahr. Ich meine, die größte demokratische Institution sind die Bürger selber und die haben eben am Montag wieder sehr gut gezeigt, dass sie hier eventuell falsche Entscheidungen ihrer politischen Führung, ihrer Obrigkeit
eben nicht akzeptieren, wie es vielleicht in anderen Ex-Sowjetländern hier stattfindet. Aber es geht vor allem auch um die ganzen staatlichen Institutionen. Es geht um die ganze staatliche und kommunale Verwaltung hier im Lande, die dringend hier Stabilität braucht, Stabilität, die hier von der Regierung und vom Parlament ausgeht, um wieder handlungsfähig zu sein. Also ich sehe hier noch keine große Gefahr, aber der Weg des Koordinierungsrates des Nationalen sollte über das Parlament gehen, dass alles wirklich dann so entschieden wird, wie die kirgisische Verfassung es auch vorsieht. Kommen wir nochmal auf die Proteste zurück. Die Demonstranten sind in den Regierungssitz und nach Medienberichten auch ins Gebäude des Komitees für nationale Sicherheit eingedrungen. Dort sollen sie auch den früheren Präsidenten Atambayev befreit haben. Er verbüßt wegen Korruptionsvorwürfen eine lange Haftstrafe. Zu Recht? Ja, also die Protestierenden, die sind ja in die Präsidialverwaltung und die Parlamentsverwaltung eingedrungen und dann auch ins Regierungsgebäude. Und sie sind dann auch hier in das Gefängnis des Nationalen Sicherheitsrates hier weitergegangen, haben dort den alten Präsidenten hier befreit. Es soll angebend eine Gerichtsentscheidung dafür gegeben haben, aber die noch niemand gesehen hat. Ich denke, die Prozesse, es war ja nicht nur einer, die gegen den alten Präsidenten Atambayev hier vonstatten gegangen sind, auch hier, es war teilweise schwer nachvollziehbar, worauf die Anklage beruht. Also immer zu sagen, wegen Machtmissbrauches oder so, das ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff, würde ich mal sagen, mit dem man eigentlich jedes Staatsoberhaupt dann auch anklagen könnte. Also von daher war das zu erwarten, dass bei den Protesten das stattfinden wird. Viele dieser unter dem Präsidenten Dzhembekow Verurteilten sind mittlerweile alle befreit worden von den Protestierenden. Die alten Oberbürgermeister von Bischkek oder auch Mitglieder des jetzigen, der mehr oder weniger des Nationalen Koordinierungsrates. Es ist halt die große Frage, wie weit beruht das Ganze hier wirklich auf rechtsstaatlichen Entscheidungen? Und von daher sehen auch die Bürger auf diese Befreiungen, auch von Herrn Atambayev, auch von anderen, schon etwas mit Skeptik, auch in der Angst, dass eben der ganze Justizsektor doch großen Schaden hier erleiden kann. In den vergangenen 15 Jahren wurden bereits zwei Präsidenten durch Revolten gestürzt. Wird Dzhembekow der nächste sein? Ja, wissen Sie, die Voraussetzungen jedes Mal waren natürlich andere. Ich habe ja auch diese Volksrevolutionen von 2005 und 2010 hier selber miterleben können. Ich denke, der Ausgang damals für die Unruhen waren anders. Das war schon blanker Nepotismus, das war Korruption weit verbreitet, das war mehr oder weniger dann auch die Übernahme der Staatsgeschäfte durch Familienclans. Das waren andere Voraussetzungen. Ich denke, dass Herr Dzhembekow, der jetzt als Präsident fast 3 Jahre im Amt ist, so in der Mitte seiner Amtszeit, ich war überrascht, dass er zwar offen nicht sich in die Parlamentswahlen eingemischt hat, aber doch über seinen Bruder hier wieder eine dem Präsidenten nahestehende große, starke Partei hat gründen lassen. Ich habe mir wirklich gedacht, dass hier in Kirgisistan die politische Führung auch aus diesen beiden Volksrevolutionen von 2005 und 2010 gelernt hätte und hier auch sich demnach jetzt in Zukunft verhalten würde. Aber es hat den Anschein, dass an dem Punkt kein Lernprozess stattgefunden hat. Max-Georg Mayer in Bischkek, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.